Wahrscheinlich 68 heißen, da hat der Platz nicht mehr gepasst. Nach Mettmann, Rudolf-Wiesel-Straße. Aha. Was war denn hier so? War ein bisschen Ortskunde. SB 67 nach Bochum, Ruhr-Universität. Aha. Ja, oder war so, wenn man die Zeit hat, kann man ja auch ein bisschen gucken. Hier fährt die 611 in die andere Richtung. Dann haben wir hier noch die 620 nach Remscheid. Da haben wir auch wieder ein Halteding. 628 an den CE62. Der Ausstieg, der fährt zur Sedanstraße. Mhm. Ah, da haben wir hier. Villa Media, Muppertal, Sudberg und Mastwesch. Alles schon gucken. Haben wir noch ein paar Linien? Okay, also. Wenn du siehst, wie viele Linien hier überhaupt fahren. Ich war. Ist schon einiges. So, wir können uns jetzt da fahrbereit machen. Ja, wenn du das richtig ausbauen würdest, so eine Map, mit viel Liebe, dann würdest du so ein Omsi-Teil hier hinlegen, das könnte der absolute Knaller werden. Warum die Halteleuchte immer wieder angeht. So. Auf Abfahrt. Lange genug hier rumgestanden. Machen wir mal wieder. Treppenstraße. Okay, wenn du da zu zügig fährst, dann meckern sie dann nochmal. Gut, Ampel sieht man noch. Wir sind doch nie mehr in einer Treppenstraße. Robert. Volkshochschule. Volkshochschule. Du wirst hier noch gnadenlos angelogen von dem System. Ich dachte hier ganz klar, du bist da und da. Und dabei bist du ja gar nicht da und da, ne? Also. Naja. Da hinten sind die City-Arkaden. Roundabout die Hälfte dürfte man geschafft haben. Ja.
fährst pünktlich los, stehst du hier an der roten Ampel und sammelst dann wieder erstmal Verspätung. Das ist, herrlich, ja? Lieber Verkehr. Okay, wir haben grün. So, dann wollen wir doch mal. Busspur. Nehmen wir. Okay, komm, dann sind wir so weit drüber. Hier ist noch nichts los. Beim Geschwindigkeitsüberschuss aus, machen wir eh Verspätung. Halt mal nicht an. Wunderbar, wunderbar. Irgendwas ist lustig da hinten im Feierstraum. Ich will mitlachen. Probier jetzt. Ja, wenn du auf der anderen Seite überlegst, dass ein Busfahrer sich den ganzen Tag reinpfeifen muss. Boah. Ich glaube, der ist auch froh, wenn manche Fahrgäste wieder ausgestiegen sind. Aber wir sind wieder pünktlich. Halbwegs. Plus 1 haben wir, also plus 0,1. Wir warten eigentlich nur darauf, dass diese Oberampel auch mal wieder grün wird. Weil wir sind jetzt an der Volkshochschule. Haben immer noch unsere kaputte Leuchtdiode. Irgendwas ist kaputt. Irgendwie geht immer ein Knopf los und sagt, wir haben einen Haltewunsch. Deswegen halten wir ja auch überall an. Zack, zack, machen wir die Tür auf. Weiter geht's. Oberdaumplatz. Das hat das System verstanden. Schön. Hallo. 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 Guten Tag. Ja. Oh, du bist auch noch mit. Entschuldigung. Ich wollte hinten zumachen. Geht sogar die Leuchte oder Kinderwagen an? So, wir hören nichts mehr. Naja, okay, komm. Jetzt scheint es wieder ganz normal zu sein. So, wir müssten eigentlich auch hier rein. Frage ist, lässt uns überhaupt einer rein? Ja. Dankeschön. Treppenstraße.
Bleib stehen. Roll doch nicht so weit. Na komm. Hi. Hi. Pestalozzi-Straße. Hallo, hallo. Weiter geht's. Immer weiter. Eine Verschnaufpause hier. Jetzt werden die Straßen auch wieder enger. Verlassen nur den innerstädtischen Bereich. Westende. Die steht aber weit weg vom Gehweg. Meine Fresse. Wenn du ganz langsam in die Eisen gehst, dass du wirklich ganz ruhig zum Stillstand kommt, dann hast du nur so dieses oh, hörst. Hm. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich hätte gerne eine Fahrkarte, wo ich den ganzen Tag Schwebebahn fahren und Bus fahren kann. Ja, Schwebebahn und Bus fahren möchtest du. Ganz klar. 7,10 Euro. Ja, viel Spaß den ganzen Tag. Bus fahren, Schwebebahn fahren. Muss ein Hobby sein von dir, oder? Auf die Monatskarte ist billiger. Tag schön. Wareswecker-Straße. Ja, Wareswecker-Straße. Bayer. Das ist eigentlich nie gut, wenn dieses Bildschirm schon kommt. Eigentlich immer irgendwo ein Anzeichen, dass Omsi wieder mal was rausgeladen hat. Wenn wir Glück haben. Passiert uns hier nichts. Oh, 7,10. Ja, wir haben es zu mir gegeben. Ja, Entschuldigung. Passiert. Ein ehrlicher Fahrgast.
Karlstraße. So, jetzt wird's wieder eng. Jetzt geht's los hier. Wir haben grün, Kölner sagt mir was. Da habe ich einen erwischt. Frage ist warum. Ja, dann machen wir den Bus wieder leer. Oder die KI kommt mal wieder in die Abfahrten eigentlich so, ne? So das übliche Spiel. Moin Moin! So, warten wir mal, bis die mal irgendwie alle raus sind. Das kann ja auch wieder Stunden handeln, dauern. Gehen, ja, ah, es bewegt sich auf jeden Fall. Okay, machen wir die Türe zu. Und dann geht unsere Leuchtdiode hier vorne wieder an. Klack. Ach ja, irgendwas ist kaputt. Irgendein Knöpfchen müsste kaputt sein. Haltestelle wird auch nicht angesagt. Bisher hätte ich jetzt nicht anhalten müssen, aber die Anzeige hier vorne ist total am Arsch. Düsseldorfer Straße. Schön. Ja, wir müssten fast da sein. Also, weil da wird es jetzt eigentlich gar nicht mehr sein. Und man weiß es halt nicht, ne? Wenn man die Beppen nicht so oft fährt. Ja, privat fahre ich sie auch nicht wirklich häufig. Wirklich sehr, sehr selten, dass ich die überhaupt mal nutze. Aber ich dachte mir jetzt mal, kommt für das Let's Play. Nimmst du die einfach nochmal? Wenn wir schön lange was von diesem Bus haben. Jetzt muss eigentlich nur mal wieder grün werden, damit wir weiter können. Irgendwann, bestimmt. Naja, komm. Aha, ich hab schon gedacht, die hätte gar keine Lust mehr. Jetzt
Jetzt wird es noch mal ein bisschen bergig. Hallo. Hallo. Mit meiner Straße. Ja, ich hatte einen Unfall. Irgendwann, irgendwo ist mal einer hinten reingefahren. Kriegen wir auch noch rot. Ja, wunderbar. Passt ja mal wieder. Na gut, wenigstens braucht die Ampel jetzt nicht Ewigkeiten. Krummacher Straße. Hätte man ja nicht wechseln müssen, ja? Aber wenn die Spur das so will. Die 601 fällt hier unten. Mhm. Und hoch mit uns. Schliebers Häuschen. Weißt du, schön war noch höher. So. Kontakt haben wir hergestellt schon Morgen. Mal. Moin moin. Mal wieder so eine schöne Busampel, wo wir wieder ewig warten dürfen. Oh, dollig, hey. Das schafft er noch. Hui. Kommt noch höher. Wir sind nur 30 erlaubt. Was nach vorne kommt. Ich bleib da jetzt nicht hier hinten stehen. Komm ran. Na, das will er aber nicht. Oh, doch, er kommt. Er kommt. Machen wir hinten schon mal wieder zu. Raschen.
Rückertweg. So, was will der da vorne machen? Okay, er fährt geradeaus. Mal gucken, links, dann fahren wir weiter. Frankholzhäuschen. Sehr kurvige Landstraße. Bisschen sehr weit. Aber hoffen wir mal, dass er rallt und kommt. Er kommt. Für mich bitte einmal Preisstufe A. Okay, Mario möchte Preisstufe A. Bitte schön. Weiter geht's. Fahrgastfreundliches Fahren. Fahrgastfreundliches Fahren gibt's bei mir nicht. Gibt bei dir ja auch nicht, also von daher Bubble. Pestalozzi. Oder so ähnlich. Na, natürlich war total anders gestehen. Katernberger Vereinshaus. Ich aber nicht der Nähe. So, oh, da kommt ein Kollege. Schön ist es hier.
Ja, das war nicht geplant, Entschuldigung. Jetzt haben wir alle raus. Birkenhöhe Schleife. So, wir haben es geschafft. Am Lohnberg. Alles klar, das war's. Ja. Yeah. Von auch nochmal die Tür auf. Dann sind wir angekommen. Wuppertal, die Linie 611 von der Lennepaarstraße aus zur Birkhofer Schleife. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Natürlich gerne den Daumen in die nördliche Richtung und nicht vergessen, drückt die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst. Und deshalb sage ich, wie immer, haltet eure Ohren steif. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Omsi 2, der Omnibus-Simulator mit eurem Andi. Ciao.